Am Donnerstagabend, dem 15. Juni, hatten wir das Glück, bei der Generalprobe des neuen Musicals The Addams Family dabei zu sein. Das Musical ist von der Jauxi Entertainment e.V. und wird im Theater der Hansestadt Wismar gespielt. Jauxi ist eine Gruppe aus mehr als 100 Jugendlichen, die Musicals und Theaterstücke aufführt. In ihrem neuen Stück The Addams Family geht es um eine exzentrische und unkonventionelle Familie, bei der alles auf dem Kopf steht. Am Dienstagabend fand in der Sporthalle Varin eine Informationsveranstaltung zur Unterbringung von Asylsuchenden statt. Der Landkreis Nordwestmecklenburg plant die zeitweise Unterbringung von bis zu 150 Personen im Asylverfahren in einer Liegenschaft im Ortsteil Waldeck. Die Liegenschaft wurde dem Landkreis von einem privaten Eigentümer für die Unterbringung angeboten. Dieses Auto teilen die Stadtwerke Wismar ab sofort mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Ein Jahr lang hat das Versorgungsunternehmen ein Pilotprojekt durchgeführt. Ab sofort steht der E-Golf mit einer Reichweite von ca. 200 Kilometern im Parkhaus Altstadthafen und kann von Interessierten gebucht werden.